wieder mal zu Gast bei Energie Cottbus. Nach absolviertem Training trafen wir Mannschaftskapitän Uwe Mörle. Tja, letztens Bochum. Wie konnte das passieren, dass man so eine relativ komfortable Führung dann doch noch abgibt? Ja, das ist manchmal schwer zu erklären. Für uns auch. Also ich hatte im Spiel das Gefühl gehabt, so bis zur 60. 65 Minuten, dass das Spiel wir eigentlich nie aus der Hand geben können. Weil wir so gut gespielt haben auch. Wir waren ein bisschen anfällig nach Standardsituationen. Wir kommen so hoch, das 2-1, aber solche Spiele kannst du dann auch nicht mehr richtig kontrollieren, wenn einfach der Gegner alles nach vorne wirft und dann ja, ein Glückstor geschossen hat, muss man auch ehrlich zugeben. Jetzt kommt am Sonntag Dresden. Ist das für die Spieler hier in Cottbus so als Derby-Situation auch ein besonderes Spiel? Für mich persönlich ist es das erste Derby gegen Dresden, weil ich erst im Winter hergekommen bin. Da waren beide Spiele schon absolviert. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil die Jungs auch schon ein bisschen erzählt haben, dass richtig Alarm hier ist, dass viele Leute kommen. Und solche Spiele sind immer was Besonderes, wenn man einfach richtig Feuer drin ist, weil es richtig Spaß macht und wir hoffen, dass wir wieder ein gutes Heimspiel zeigen. Ja, wie sehen Sie die Chancen? Ja, ich denke, wenn wir die Leistung von zu Hause fortsetzen, dann haben es viele Gegner schwer, hier was mitzunehmen, weil wir einfach viel Selbstbewusstsein haben, wir spielen einen guten Fußball. Stehen auf dem vierten Platz, also trotzdem gewinnst du natürlich nicht mit 90%, 95% gegen Gegner in der zweiten Liga, also wir müssen schon alles abrufen, aber wenn wir das machen, habe ich immer gute Chancen. Eine persönliche Frage, jetzt fast ein Jahr hier in der Lausitz, wie ist es so hier? Ja, das ist als Fußballer immer recht einfach, man findet schnell Anschluss, man hat sofort Kontakt zu den Leuten hier, man ist in dem Verein gut aufgenommen worden, meine Familie ist hier. Da geht es schnell und da gibt es auch keine Anpassungsprobleme.